Ein 19-Jähriger fackelt in 4 Nächten 15 Autos ab, weil sie umweltschädlich seien. Opfer Dominique muss den Schaden für ihren völlig ausgebrannten Oldtimer aus eigener Tasche bezahlen. Es muss nicht zwingend eine Freiheitsstrafe sein, aber definitiv eine Geldstrafe und wahrscheinlich Sozialstunden. Und dann kann er ja auch Sozialstunden im umweltaktivistischen Bereich machen, beispielsweise, wenn das sowieso seine Intention war. Mit Grillanzündern auf den Reifen legt der Feuerteufel die Autos in Flammen. Gesamtschaden? Fast 500.000 Euro. Im März 2022 steht Dominique vor den verkokelten Überresten ihres Wagens. Weil der nicht extra versichert ist, bleibt sie auf 8.000 Euro Schaden sitzen. Ja, Vandalismus und mutwillige Zerstörung, kann man nicht anders sagen. Ja, das macht mich extrem sauer. Gibt es keinerlei Begründung für und ja, sprachlos. Der 19-Jährige ist der schweren Brandstiftung angeklagt. Sollte er nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden, droht ihm im schlimmsten Fall eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Am zweiten Prozesstag trägt ein Experte ein psychologisches Gutachten über den Angeklagten vor. In Anbetracht seines Motivs, was er ja mal genannt hatte, es sei aus umweltschutzrechtlichen Gründen gewesen, hätte ich ihn schon gerne noch mal gefragt, ob er denn immer noch dieser Ansicht ist. Und ich hätte ihn schon wahrscheinlich auch noch mal gefragt, ob er das bereut. Laut Gerichtssprecherin Lisa Rust befindet sich der Angeklagte momentan in Untersuchungshaft. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft habe er die Kraftfahrzeuge insbesondere deswegen in Brand gesetzt, um so Flächenbrände zu vermeiden und da auch aus seiner Ansicht nach ja, Kraftfahrzeuge grundsätzlich umweltschädlich seien. Ihren Schaden per Zivilprozess einzuklagen, lohne sich laut Dominiques Anwalt nicht. Sie wartet weiterhin vergebens auf eine Entschuldigung des Angeklagten. Man hatte so das Gefühl, als auch die Richterin die Anklagepunkte vorgelesen hat, beziehungsweise die Schäden nochmal aufgezählt hat, dass ihm da wirklich nochmal bewusst geworden ist, was er da eigentlich auch für einen wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat. Also mal abgesehen davon, dass es ja auch nicht nur materielle Werte sind. Aber das Gefühl hatte ich schon, dass es ihm da nochmal so ein bisschen, ja, ernster geworden ist. Am 12. Oktober soll das Urteil fallen.